Liebe Jury, wir warten jetzt gespannt auf euer Ergebnis. Wer sich heute von euch die rote Schürze ergattert, hat damit auch automatisch das erste Ticket fürs Finale. Unser Bäcker der Woche ist wieder Rahim. Ich bin in die Finale. Und mit der roten Schürze wieder. Toll. Dankeschön. Rahim, 51,5 Punkte. In allen drei Aufgaben wirklich eine grandiose Leistung gezeigt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das zweite Ticket fürs Finale geht an eine Bäckerin, die die schönste Torte gemacht hat. Christa, herzlichen Glückwunsch, du bist auch dabei. Christa, du hast insgesamt 46 Punkte von uns beiden bekommen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Dörte und Katharina, bitte kommt nach vorne. Dörte, in der ersten Aufgabe konntest du uns mit deinem Honigkuchen nicht wirklich überzeugen. In der technischen Prüfung konntest du allerdings wieder Punkte gut machen. Katharina, bei dir war es genau umgekehrt. In der dritten Aufgabe lief es für euch beide optisch und geschmacklich nicht wirklich rund. Für wen hat es am Ende für das letzte Finalticket gereicht und für wen nicht? Schweren Herzens müssen wir uns heute mit 39,5 Punkten verabschieden von Dörte. Es war eine super schöne Zeit. Ich habe sie genossen bis zur letzten Minute. Ich bin dankbar und auch stolz, dass ich hier sein durfte, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen konnte. Und ich denke, den einen oder anderen werde ich wiedersehen. Vielleicht werde ich auch euch alle mal wiedersehen. Es war sehr, sehr schön. Es war eine tolle Zeit mit dir. Alles Gute. Katharina, damit bist du unsere dritte Finalistin. Herzlichen Glückwunsch. Dörte, du hast gezeigt, wie man Handwerk leben kann. Du hast dein Handwerk in unser Handwerk mit reingebracht und hast uns wirklich hier viele wunderschöne Torten und auch vor allem sehr geschmackvolle Torten präsentiert. Vielen Dank dafür. Danke euch allen.